Abend, meine lieben Chaos-Top-Mitglieder, und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt, was ich gefunden habe. Es nennt sich Holodrive, ein Spiel, das noch sehr stark in der Entwicklung ist. Ja. Bei Holodrive weiß ich ehrlich gesagt nicht, was für ein Spiel das genau ist. Das Einzige, was ich halt wirklich weiß, es ist halt gerade erst auf den Markt gekommen. Komplett kostenlos. Es ist ein Shooter, man ist ein kleiner Roboter und schießt andere kleine Roboter ab. Und ihr werdet nicht raten, wofür ich hier allein schon ein Level abbekommen habe, weil da oben steht das Level und ich bin Level 2. Ich habe mir nur die Steuerung angesehen und bin direkt Level 2 geworden. Jetzt gerade suche ich nach einem Spiel und sobald ich in einer Lobby bin, zeige ich euch das. So Leute, ich bin jetzt in der Runde drin. Wie sind dieser kleine Roboter hier? Wir müssen gucken, dass wir was töten. Und das hat super funktioniert. Moment, respawne ich. Ich kann so kleine Bomben werfen, ich kann fliegen. Und ich kann sterben. Wo bist du? Au! Der hat mir einfach einen Raketenwerfer in die Fresse gegeben. So, und wer ist eine Scheiße, breit ab? Meine nicht. Toll. Er macht nicht. Aushoch, fertig. Genauso wie den Kollegen, den ich gerade dabei hatte. Ich hab einen Erfolg. Das ist doch. Bäm! Jetzt habe ich dich auch getötet. Ja, man merkt aber, dass es gerade ziemlich ungleich ist. Ich weiß nicht, was der hat, aber es ist um einiges besser als das, was ich habe. Allein schon durch die Tatsache, dass deine Muni abreißt, ich meine nicht. Also Leute, erwartet nicht, dass ich das hier gewinne. Das ist unmöglich. Nicht mit der Ausrüstung, die ich habe. Ich dachte, das wären faire Kämpfe, aber offenbar ist es nicht so. Voll der unfaire Kampf. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Wenn Phantom und ich zusammen den angreifen würden, so heißt der andere Kollege, glaube ich, dann könnten wir was schaffen. Scheiße, meine Waffe ist leer. Den getötet. Ich hau ab. Erfolglos.
Also Fernsehen existiert hier nicht, Leute. Drei zu 50. Defeat! Ja, die hätte ich auch gewinnen sollen, Leute. Und was habe ich davon? Gar nichts. Ja. Ich sehe den da nicht als besten Spieler an, mit extremer Ausrüstung hier zwei Anfänger fertig zu machen, ist keine Kunst. Und was Neues holen kann ich offenbar auch nicht. Ich habe wieder eine Lobby gefunden. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen fairer verläuft. Also, da ich nicht direkt gegen den Obermacker des Spiels antreten muss. Ja, sicher, der hat einen Laser. Nee, noch schöner, der hat einen... Oh. Und... Wenn ich das richtig sehe, bin ich sogar diesmal alleine. Aber ich habe diesmal ihn gekillt. Nächstes Mal mache ich das. Zusammen. Ich mache das definitiv zusammen beim nächsten Mal. Verdammt! Okay, jetzt habe ich einen in meinem Team. Verdammt, es hat nur ein Treffer gefehlt. Das Aim ist nicht so leicht, wie ihr denkt, Leute. Und nein, ich spiele das hier auf keiner Konsole. Das ist tatsächlich ich spiele das jetzt mal über die PC-Steuerung. Vielleicht kriege ich es so besser hin. Nein, das klappt noch nicht so gut. Der hätte, glaube ich, viel mehr aus. Bam! Ja, der spawnt direkt hinter mir! Nicht logisch! Ich habe ihn dafür gekillt. Hat er mir gerade die Mine dran geheftet?
Raketenwerfer, der bringt's. Na endlich haben wir eine Taktik, ne Phantom? Verdammt, ich wollte eine Granate werfen. Verdammt! Komm, ich will wenigstens nur einen Kill schaffen. Defeat! Verloren. Ganz ehrlich, ich werde nicht lügen. Er hat alleine uns beide fett gemacht und er hat extra auch noch die Standardwaffe benutzt. Deswegen, er war der Bessere. Da werde ich nicht lügen. Ich gebe es zu, wenn ich geschlagen wurde. Ich bin kein schlechter Verlierer. Okay. Man kann ja auch schnell runterfliegen. Hatte ich irgendwas... da kann ich auch mal eben zeigen. Und für den Fall, dass ich irgendwas anderes auch noch nicht gezeigt habe. Dafür gibt es das Training. Und ja, das Spiel hat tatsächlich kaum Sounds. Also wenn ich jetzt hier mitten in der Luft bin, das kann ich mit der PC-Steuerung besser zeigen. Dann kann ich einfach S drücken, dann fliege ich direkt geradewegs nach unten. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Es gibt noch diese Geräte hier, Teleport, und damit habe ich eigentlich schon alles gezeigt. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich auch noch mal spielen. Nächstes Mal hole ich mir dann aber einen Kollegen dazu. Ich meine, ich hatte auch ein Level-Up. Das heißt, ich werde mir jetzt auch noch eine andere Waffe holen. Und ich werde das hier generell ein bisschen spielen, damit ich hier nicht mehr ganz so schrecklich in dem Spiel bin. Die benutze ich jetzt. Na komm, ich zeige euch noch die Schrotflinte. Sonst meckert ihr wieder in den Kommentaren. Du hast es gekauft, aber nicht gezeigt. Ich will auch sehen, wie viel Schaden die macht. Wer weiß, vielleicht bin ich mit der Schrotflinte sogar besser. Ja, damit könnte es irgendwie laufen. Ich dachte dann hiermit, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen.